Wir sprechen mal mit ihr. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goldie, ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Piesepampelin. Und in dir ist tatsächlich ein guter Grund. Sind denn Druiden anwesend? Ja, eine Monddruidin, aber da ich nicht der DM bin, bin ich damit fein. Oida Rufus, dünnes Eis, ganz dünnes Eis, Rufus. Hier, was haben wir Farben? Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Okay, was haben wir hier noch? Hier, Zuckerherz. Was hast du da? Eine romantische Geste. Ein trockenes, leicht verschimmeltes Lebkuchenherz? Und kommt von Herzen. Mhm. Mach es nicht noch schlimmer und behalte es einfach. Dann tue ich dir vielleicht den Gefallen und vergesse, dass du mir das gezeigt hast. Was hatten die sich jetzt so? Können wir es polieren? Damit wäre nichts gewonnen, außer Krümeln im Mantel. Krümel, es Mantel, lohnt sich nicht, meine Sachen durchzunummerieren. Spätestens beim Kapitelwechsel verschwinden sie ja doch wieder, unerklärlicherweise. Aber echt, hey. Damit wäre nichts gewonnen, außer Krümeln im Mantel. Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Wo ist eigentlich meine Angel hin? Warum ist die Angel schon wieder weg? Die aktuelle. Ah, jetzt kann ich sie nehmen. Warum auch immer. Na, wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Fleischmützen? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Hm? Ja, okay. Nehmen. Hallo, Klatscher. Hallo? Saftladen. What off-topic, ist deine Stange eigentlich weg inzwischen? Was für eine Stange? Ente, nö, ist nicht. She's not. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein berühmtes Sonntagsgesicht. Okay. Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall wieder. Moment, dann hätte sicherlich Neon die Handelsstange gemobst, der alte Pumper. Eventuell. Ich habe hier tatsächlich eine Handelsstange und Kurzhanteln tatsächlich. So, jetzt bin ich langsam wieder an einem Punkt, wo ich nicht weiß, was wir tun sollen. Der hängt da oben ab. Ach, da kann ich sogar hinlaufen. Das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Okay, können wir mit ihm reden. Loslassen. Ich kann nicht. Doch, das geht. Und
Hinter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lass mir was einfallen. Oh, könnte ich jetzt die Hand gebrauchen? Dafür, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Was ein sein Uji-Sound. Uga, uga, bam, bam, dünner Boden, Mann. Ich glaube, ich brauche die Hand wieder. Ich wünschte, es gäbe diese Option. Stern am Morgenhimmel. Ach, und ich habe doch gerade die Hand. Kann ich die Kaugummis hier mitnehmen? Tatsächlich. Jetzt haben wir 3 Kaugummis. Für was brauche ich... Ich hab da... Haha, wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch? Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Das ist ein ziemlich wichtiger Hinweis. Bowlingkugel gestopft. Das klingt auch irgendwie falsch. Können wir das jetzt polieren? Okay. 3 Kaugummis. Wer sagt, wie? Jetzt haben wir irgendwie sowas. Sieht aus wie so ein Gesicht. Okay. Für was brauchen wir denn jetzt so ein Gesicht? Ein Wahrsager? Nee. Der muss sich ja drin spiegeln. Hier, nimm meine Hand. Das ist nicht deine Hand. Ach ja. Hier, das ist nicht deine. Ach ja. Was machen? Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Okay. Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderen. Bingo! Hier ein Herzchen? Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderen. Bingo! Da, Leute. Er ist der Letzte, den ich zum Thema Hutmode befragen würde. Okay. Okay. Sieht fast aus wie ein Gesicht, aber leider nur fast. Das heißt, ihm fehlt eine Fleischmütze. Und Daniel. Warum sagt er denn den Krieg an Wahrsager? Nein, jetzt wieder rausgeklickt. Er braucht ja Publikum, hat er gesagt. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Wer seid ihr eigentlich? Wir sind Legionäre. Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldika gekämpft. Nun sind wir einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Ihr wart im Krieg? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stoxy glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist passiert? Sie hat die Nummer vom Legionstelefon rausbekommen. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Blöd. Du schaffst das, Mary. Ich hoffe es. Irgendwann habe ich euch so weit, dass ihr da nicht mal mehr zuckt, wenn ich diese Sprüche droppe. Aber echt, hey.
Wir waren aber auch innerlich gestorben. Wo nämlich? Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Hm. Was treibt ihr hier? Abhängen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Oh nein. Braucht eine Aufgabe. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Ehe. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch langweilige Tiere. Du, was du nicht lassen Laken kannst. Gucken. Ehe. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Er braucht eine Vision, ne? Eine Erleuchtung. Brauchst du für das letzte Nein. Ich will die Geburtstag. Und als dein Produzent. Schaut mal, Kinder. Es ist Kifke, das verschollene. Brauchst du für. Ich. Und als dein. Kannst du die kommenden Huttrends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Kiffke? Kiffen? Vielleicht. Ein Tipp? Ja, gib ihn, hau mal raus. Jule. Man muss kein Prophet sein, aber ich. Ich fang's Drehen an. Lieber Edibles, ich rauch doch nimmer. Wen denn? Wen sollen wir das zeigen? Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer. Das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Okay, jetzt haben wir einen Turban. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Kannst du mir damit die Zukunft nicht sehen? Weil meine Zukunft... Nein. Ja, das hat, also wie gesagt, das habe ich mir schon fast gedacht, Flo. Eine... Gespiegelt. Ja. Genau. Das funktioniert noch nicht. So, wir haben jetzt einen Turban. Das würde ich jetzt mit da drum tun. Und jetzt würde ich das da rein tun. Sieht aus wie Goal. Leider auch nicht viel besser gelaunt als das Original. Ja, und was stört ihm jetzt noch dran? Den einmal. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das. Ach, perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Okay, sind wir jetzt fertig? Können wir das jetzt reintun? Sag Cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Das hier noch irgendwie geben. Ja. So, dann würde ich sagen... Machen wir ein Foto, oder?
So. Ah, Foto. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Geht das denn besser hin? Ich bin nicht der Typ, der seiner Freundin die Fresse poliert. Bisher war es ja meistens sogar andersrum. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Der kommt mir aber sehr extravagant vor. Er will einen Hut. Offenbar sind Fleischmützen. Warum steht... Schau mal, der Merkel. Super. Dann bin ich ja nach wie vor voll im Trend. Ach, sei mal... Nein. Oh, man sieht sich immer zwei. Das hier ist Nummer minus eins. Nummer minus eins. Das Bild war noch nicht gut. Kannst du die kommenden Huttrends vermitteln? Nicht das am... Bravometer. Der Steam-Winter hat übrigens begonnen. Sehr gut. Eins von drei. Das ist bestenfalls eine kleine Schwärmerei. Nein, das Frauen. Und Schnicksi. Dein Hut ist voll out. Aber nicht doch, Burschi. In der Liebe ist alles erlaubt. Und die Liebe beginnt direkt hinter dieser Schranke dort. Gibt es noch einen anderen Bootsverleiher in der Gegend? Unschwer zu erkennen ist, hat einer der Schrottritter dringend Beratungsbedarf in Sachen Hutmode. Mein Fehler. Jetzt? Let us. Looky, looky. Er da? Wer da von denen? Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Eine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt. Ah. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Oh mein Gott. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Was jetzt? Was brauche ich das? Für ihn? Kannst du die kommenden... Nicht das... Halte sie in. Sie hat mir gute Dienste geleistet. Hol dir lieber noch eine zweite Meinung ein. Willst du deinen Hut? Nein. In meinem Alter rennt man nicht mehr jedem Trend hinterher. Hüftgelenksarthrose? Hüftgelenksarthrose. Okay. Was brauchen wir denn jetzt? Ein Retro-Magazin. Extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je, das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? I see hier. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu. Her damit. Totschick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier. Ah,
Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Okay, vielleicht müssen wir einfach mal ganz kurz weggehen. Ja, wir gehen mal ganz kurz mit dem Dude. Kann ich hier irgendwas machen? Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderen? Bingo! Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Hm. Damit kennt er sich nicht. Da geht es. Hm. Weil ich sagen muss, das Highlight sind nicht so. Welcher bei was? Aber ich spiele jetzt weiter über den Game Pass. Iron Life. Sagt mir gar nichts. Ich geh mal zurück. Mal schauen, was der. Ach, sei mal flexibel. Nein, ohne Kugel. Hm. Auch nicht mehr mitnehmen. Noch mal die neue Zeitung. Ah, das wird der Hinweis. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Ein Glück. Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Ah, sehr gut, Jule. Dankeschön. Ach, guck mal eine an. Keine Fotos, bitte. Außer ich habe gerade eine Vision. Dann dürfte ich also. Ja, klar. Dann wäre es nämlich eine Fotosession. Zur Hölle, wo bin ich denn hier gelandet? Kannst du jetzt eine... Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Sehr gut, Jule. Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Ja, aber kein ausreichend romantisches. Zeig mal. Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, 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 nimm das. Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Okay, jetzt könnte ich vielleicht ein Foto machen. Bitte recht freundlich. Und jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Ich möchte die Vision spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. Ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Okay. Es geht irgendwie um Aliens, die die Erde angreifen oder so, und man hat Waffen, die ein Bewusstsein haben. Okay, und gegen die Kommentare von den entsprechenden Waffen ist Rufus nichts, ja. Was hat er gemacht unter sich? Wie? Hä? Hallo? Was? Oh. Entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass sie so tief in der Provinz so gute Goa-Party schmeißen? Okay, wir haben jetzt ein Visionsbild. Damit können wir jetzt mal wieder zu unserem hier Lumpi-Typ. Ion Life war es, genau. Goa-Partys waren anders wild. Gar nicht mitreden. So, ich habe hier eine Vision. Nein. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine.
Aha, ich erkenne gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4¾te Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Okay. Wer mit dem Meißel? Brauchst du für das letzte Gebot? Nein. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4¾te Gebot zu verletzen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Du wirst nicht fürs Denken bezahlt, sondern fürs Schreiben. Hier. Halt. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein, es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Wow. Und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Hört, hört. Okay. On a totally unrelated note, eventuell war ich mal auf einem Scooter-Konzert und eventuell hatte ich da einen besonderen Haarschnitt. Eventuell waren wir zu viert auf einem Scooter-Konzert und haben uns dafür billige weiße Anzüge gekauft. Der links mit dem Pylon auf dem Kopf erinnert mich an Daniel. Warum? Okay, der hat das jetzt dran gemalt. Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Macho. Aber ich behalte die Lizenzrechte. Lizenzrechte? Na klar. Ich habe schon die Besetzungsliste für das Re-Reboot im Kopf. Und das Tollste, Veronika Ferbes kommt nicht drin vor. Okay, ich glaube, wir haben das jetzt. Können wir jetzt mit denen jetzt nochmal reden? Wir haben jetzt Meißel. Das, vielleicht könnten wir damit... Hey, da, Gevattern! Zu McChronicle gehen. Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Komm, damals waren es bestimmt noch 3,50 Mark, oder? Etwas neidisch auf Brügge und Daniel. Auf den Haarschnitt oder auf die weißen Anzüge, Jule? War wohl ohne Mehrwertsteuer was. Ja. Ab ins Labyrinth. Seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten? Für den Kampf aller Kämpfe? Für die Creme aller Cremes? Für den Sims aller Wimps? Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre aufs Scooter-Konzert. Hat der Ruhm oder Ruhm gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Oh nein.
Das sind wir. Das Kleinod in Händen. Schrottkumpel. Dachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp. Anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Ist ja egal. Das war ja ein schnelles Rätsel. Genau, Haarschnitt und Anzüge, weil das gute Konzert wäre auch zu abwegig. Ja, deswegen ja. Also wir haben jetzt einen Ring. Okay. Ich gucke mir aber jetzt gucken wir noch mal ganz schnell hier zu McChronicle. Wer jetzt hier das mit den Hammer und Meißel. Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere! Ich protestiere! Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Okay. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Was hast du da? Eine romantische Geste. Dann bin ich irgendwie Liedchen auf. Ein Plastikring aus einem Pop-Art-Katalog? Fast. Er kommt aus einem Kaugummiautomaten. Warum zeigst du mir den? Wie würdest du reagieren, wenn ich dich unterrichtete, dass es sich hierbei um ein Symbol meiner Gefühle für dich handelt? Ich würde dich fragen, was die Bissspuren und das Blut symbolisieren. Dann ist es ja gut, dass ich das nicht gefragt habe, richtig? Richtig. Ja, ja, ich bin ein echter Frauenversteher. Die ist aber schwierig. Wo ist denn jetzt eigentlich unser McChronicle hin? Da ist er. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Okay. Also, was ist... Ich hab keinen. Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Geht los? Ja, geht los. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Und? Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Der passt hervorragend zum Motiv. Leider kann ich ihn hier nirgendwo befestigen. Moment. Ich warte damit. Wir haben beide so viel um die Ohren. Das Jahr ist auch bald rum.
Ja, sie will einen Stinkefinger zeigen. Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! Echt das jetzt? Und? Ja, geht ja, los. Geht los. Machen wir noch eins. Kamera bereit? Charmeur. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Was fehlt denn noch? Schau mal. Zeig mal. Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft. Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback. Schnell, nimm das. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Das müssen wir mit ihm, glaube ich, auch noch machen. Nein. Ein Foto reicht. Fotogene sei ja gerade nicht. Okay. Und ist es jetzt soweit? Einen Moment noch. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Na komm schon, lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben, hm? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Für mich langsam auch. Ich will mal das Foto bewerten lassen. Zwei von drei. Bravo! Du bist nah dran, Burschi. Nein, Frauen. Sie sieht nicht gerade besonders verliebt aus. Natürlich täuscht das nur. Aber ob die Maschine einen so feinen Unterschied erkennen kann? Was sollen wir denn noch tun? War schon vor 10 Jahren aus. Aber nicht in der Liebe und die. Gibt es noch einen anderen? Dein Hut. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Gibt es noch einen anderen? Dein Hut ist voll. Aber nicht in der Liebe und die Liebe. Gibt es noch ein lieblose Objekt? Ich bin Pott. Ach, was? Nein, danke. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Vor allem habt ihr alles, was ich brauche. Den Hut gibt's für 3 Slotti in jedem Ansgars Headquarter. Ich meine das Boot. Sicher meinst du das? Ist das hier wirklich ein Tentakel auf einem Hinweis für ein anderes Spiel? Alles hat ein Ende. Und meine Abenteuer. Mit diesen Ventil? Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um. Nochmal zurückgehen. Jetzt auch nichts hier gelassen, würde ich sagen. Außer das Grab haben wir hier. Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Mach wohl, aber ich behalte die Knack. Ich habe schon. Dann haben wir hier tatsächlich nichts Besonderes. Grab.
Soweit. Können wir da eigentlich nochmal reingehen? Irgendwann kehre ich versprochen. Können wir zumachen? Die Bremse können wir machen. Was denn eventuell? Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Mhm. Dann können wir auch nichts mehr machen. Der würde sich, aber ich bezweifle. Hm. Damals waren offenbar extra und das Wort Hip. Wow. Ja, wegen dem Tentakel und dem Easter Egg, ja, so. Na dann. Hier haben wir aber auch nichts mehr. Da nur rein, hier haben wir jedes Mal das Ding gemacht. Das können wir aber auch schon gemacht. Hier. Wenn du das. Nein, Frauen. Der Trend geht offenbar weg vom Trend. Der Trend geht offenbar weg vom Trend. Man sieht sich immer. Das schön. Hallo? Was? Oh. Entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. Ja, gestern wohl etwas. Wer hätte. Was denn da noch machen? Bitte. Ja, genau. Bowling Coup Goal läuft keinen Trends hinterher. Nein. Sie setzt sie. Aber was fehlt denn hier jetzt noch? Sie hat das Gesicht, sie hat das Talent. Nur auf dem Laufsteg hat sie noch Probleme. Foto. Ah. Oh Gott, Bowling Coup Goal, ja. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Kannst du die kommenden Huttrends voraussagen? Nicht, dass er... Zylinder kommen noch seltener allerdings Mode aus Zylindern, sondern hauptsächlich Kaninchen. Schau mal, meine Freundin. Du datest eine Bowlingkugel? Ja, das hast du nicht vorhergesehen, was? Langsam bin ich überfragt. Hier liegt Rufus. Das Junge, ich habe doch. Sonst hätte ich doch. Und langsam bin ich überfragt. Was fehlt mir denn hier noch? Würde ich mir eine Bowlingkugel lesen? Vielleicht? Kann ich das jetzt wieder abnehmen? Ich bin verwirrt. Ist die Jule eigentlich noch anwesend? Kann sie mir vielleicht einen Tipp geben? Ja, die Verwirrung ist verwirrt, ich sag's dir. Mit Hundi, das ist dann
Vorsichtig tun. Warte mal. Okay, das ist wieder so ein Thema. Ich hab... Wir müssen doch wieder dahin. Ich wusste, irgendwas ist mit dem Stern. Was brauchst du? Ey, jetzt kuscheltun die mit Mann. Wobei die Catjule niedlicher ist. Kein Urteil müsste ich live sehen. Tja, aber es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Sag mal, geht's noch? Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Stern vom Himmel holen. Check. Ah. Einen Stern. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. So, jetzt aber. Und? Ja, geht los. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Und? Ach so, ja, die Kamera. Einen Moment noch. Upsi, hörst du bitte auf damit? Jetzt soweit. Ja, jetzt los. Ja, auf los, geht's los. Machen wir noch eins. Kamera bereit. Fotofreund. Hey Jungs, gute Neuigkeiten. Ich habe und alle wo Fotovarianten. Was ist denn hier los? Cool. Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Alle. Ich hab nur den Auslöser gedrückt. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Was? Wie hat sie das geschafft? Weiber, was? Mac, mach den Kopf zu. Mac, mach den Kopf zu. Du hast recht, liebes Riesel. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wo von Heim und Alens und Kraken, die tief unten am kaum erkunden, nütten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown umschifft all das Grau. Vertrauen ist Schnucki. Dankeschön für die Bitty Bits. Boat of Love. Na kommt schon, nicht trödeln. Checkst nicht trödeln. Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Hier mit Sachen. Sind wir die zwei Bitwerfens? Ja, Werfers. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles, um... Junior? Du hast Nerven. Sofort in mein Büro. Zack, zack. Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus! Das ist der Dekan. Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior, wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich ja aber nicht. Darf ich vorstellen? Mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, dalli, ab in den Vorlesungssaal. Hey, nicht so hurtig. Nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Ein Schnabeltier. Ha,
Hallo, Klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert eine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort. So viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. McChronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. Jetzt aber hier draußen ganz schön ab. So, ich werde hier aber speichern. Aber ich habe ein gutes Stück heute geschafft.